Boah, dass es so weit kommen musste, das hätte ich echt nicht gedacht. Ja, Freunde, tatsächlich, dass es so weit kommen musste oder so weit gekommen ist, das hätte ich echt nicht gedacht. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich weiß, eigentlich sollte heute anderer, regulärer Content kommen, aber aus der Situation heraus habe ich mich dafür entschieden, das eigentliche Video jetzt kurz nach hinten zu schieben. Das kommt wahrscheinlich in den nächsten Tagen. Und dafür aber auf eine andere Thematik einzugehen, die, ja, ich habe das Video gestern gesehen, so ein bisschen in meinem Kopf rumgespukt hat. Und ich habe auch überlegt, ob ich dazu ein Video machen soll oder nicht, weil es ist natürlich wieder der Aufreger-Content schlechthin. Aber ihr kennt mich ja mittlerweile und ich mache das jetzt nicht, um über Aufregung und über Echauffierung und so weiter zu sprechen, sondern ich mache das hier, um über das Thema, ja, Verhalten im Internet, Verhalten auch in der Klemmbaustein-Bubble im Internet zu sprechen. Und ja, das hat hier tatsächlich eine Dimension angenommen, wo ich so gedacht habe, Mensch, das ist doch schon heftig. Aber worum geht's eigentlich? Der liebe Jürgen, a.k.a. Pauls Klemmbausteine, der hat ein Video gemacht. So, und in diesem Video packt er ein Paket aus, was von einem Max Mustermann, ich weiß nicht mehr genau, ob es Max Mustermann hieß, aber ne, Musterstraße, Musterdorf und so weiter, ne, geschickt wurde, also anonym. So, und in diesem Paket waren Klemmbausteine. Zwei, drei kleine Klemmbausteinsets, vorwiegend Diamond Blocks. Eine Art von Steinegröße, die der Paul liebt, nicht. So, aber das ist natürlich erstmal nicht das große Ding, weil ich weiß, zwischen Paul und dem einen oder anderen gibt es auch immer wieder mal so ein bisschen Spaß, Ärgerei und ja, das wäre prinzipiell erstmal nicht der Punkt. Aber erstens, diese Absenderadresse ist schon sehr skurril und dann der Brief dazu. Ich würde sagen, der Paul liest ihn euch mal selber vor. Ich lese euch das mal vor. Da steht drauf, hallo Paul. Also ich bin, ihr seht schon, es nimmt mich schon ein bisschen mit hier. Leider kann ich dich und deinen Kanal nicht sonderlich ausstehen. Und weil ich weiß, dass du Diamond Blocks nicht leiden kannst und du dich darüber gerne mal ärgerst, konnte ich mir das Überraschungspaket nicht verkneifen. Ich glaube, es geht noch mehr Leuten so, die dich nicht leiden können und würden sich wünschen, dass du von YouTube verschwindest. Bums, das war's. Ja, Freunde. Was halten wir davon? Ich glaube, da müssen wir gar nicht groß drüber diskutieren. Das ist natürlich erstmal schwierig, sehr, sehr schwierig. Der Punkt ist allerdings, und da muss ich mich natürlich auch mal so ein bisschen reflektieren, im ersten Moment habe ich so gedacht, ja, Moment mal, wie gesagt, Paul bzw. Jürgen hat ja mit manch anderem in der Klemmbaustein-Bubble immer mal so spaßeshalber so kleine Ärgereien gemacht, hat dem einen das Set geschickt, was er nie haben wollte und hat selbst auch gesagt, ne, also alles solchen Spökes hat man schon mal gesehen, ist ja auch nett, ne? So, und wie gesagt, dann waren da diese Sets drin und da denkt man sich, also Moment, das ist ja, kann ja auch eigentlich ein Scherz sein, ne? Aber dann wäre es ja eigentlich Schwachsinn, seine Adresse nicht drauf zu schreiben. Und dann noch dieser Brief. Und da schließt sich dann für mich der Kreis, wo ich dann so denke, ja, das muss doch ernsthaft nicht sein. Das muss doch ernsthaft nicht sein. Wir sind ja heutzutage schon sehr weit gediehen, was auch Anfeindungen im Internet angeht. Das sowieso schon, aber auch in unserer Klemmbaustein-Bubble. Denn es gibt ja immer wieder sehr kontroverse Themen, über die geredet wird. Kontroverse Content-Creator, über die sich ausgelassen wird, da kann ich mich natürlich nicht ausnehmen, dass ich mich auch darüber mal auslasse hin und wieder. Aber das hier ist ja persönlich. Das hier ist persönlich gegen einen Content Creator. Und die Sache ist ja die, wenn ich einen Content Creator nicht schauen möchte, habe ich ja problemlos die Option, einfach diesen Kanal auf meinem Feed auszublenden, sodass nichts mehr von diesem Kanal bei mir auf meinem Feed angezeigt wird. Habe ich auch schon gemacht. Ne? Irgendwann hat man halt die Nase voll, möchte man nichts mehr sehen, zack, hat man den ausgeblendet. Aber sich dann hinzusetzen, einen solchen Brief zu schreiben mit einer doch sehr heftigen Botschaft und dann auch noch sich die Mühe zu machen, Klemmbausteine da rein zu tun, um denjenigen zu ärgern, was per se allerdings nicht das große Thema ist, aber in Kombination mit dem Brief auf jeden Fall schon. Das hat schon eine ganz andere Gemengelage, muss ich sagen. Und
Ja, das ist ja jetzt die Frage, klar, Paul, ich wünsche dir erstmal alles Gute, dass du gesund wirst und zweitens, dass du das gut verarbeitet bekommst. Das ist zwar sicherlich jetzt keine Morddrohung, das wäre noch viel, viel schlimmer, aber das geht ans Gemüt. Das kann ich vollkommen verstehen und wie gesagt, da wünsche ich dir alles Gute, dass das auf jeden Fall, dass wir das gut hinter uns lassen können oder dass du das gut hinter dir lassen kannst. Aber es zeigt ja so ein bisschen auch, wohin gerade so ein bisschen die gewisse Dinge gehen. Aber jemandem eine solche Botschaft rauszuhauen, dass er von YouTube verschwinden soll, das ist halt, finde ich, das geht weit übers Ziel hinaus. Denn, wie gesagt, ihr könnt die Kanäle ja einfach ausblenden und dann habt ihr Ruhe. Aber da muss ja der Hass oder die Abneigung so groß sein, dass es so sehr den Absender bewegt, dass er sich dazu beflissen fühlt, diesen Brief zu schreiben und diese Sachen da reinzutun und dem Paul da den Tag zu versauen. Und man kann natürlich jetzt zu gewissen Kanälen stehen, wie man will. Und ich weiß auch, dass der Paul durchaus auch Gegenwind bekommt für das, was er postet. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass er halt nicht nur Original-Klemmbausteine verwendet, sondern auch Kopien. Aber an der Stelle heißt es ja wie so immer so schön, jeder wie er mag. Jeder Jack ist anders, jeder wie er mag. Wenn er das machen möchte, kann er das machen. Damit tut er erstmal so direkt keinem weh. Und wenn du das nicht schauen möchtest, dann kannst du einfach weiter scrollen. Aber das ist ja mittlerweile, und damit gehe ich jetzt einen Schritt weiter, ja so eine, wie soll ich sagen, so eine Art von Volkssport geworden, dass man ins Internet geht, um sich aufzuregen. Und zwar gezielt, um sich aufzuregen. Und immer mit den gleichen Sachen um die Ecke zu kommen und zu sagen, und alles schlecht zu reden und überall das Haar in der Suppe, nicht das Salz. Das Salz ist ja gut, je nachdem wie viel, aber ne, ihr wisst, was ich meine, das Haar in der Suppe zu suchen. Und das geht mir halt nicht in den Kopf. Wie kann man sich den eigenen Tag, das eigene Leben so beschissen machen, dass man es für eine geile Idee hält, andere Leute fertig zu machen? Überall Missgunst und Unzufriedenheit breitzutreten. Wie schlimm muss es um dich bestellt sein, dass du nicht sagen kannst, hey, komm, egal, ja, das Set gefällt mir nicht, der Hersteller gefällt mir nicht, so what, gucke ich mir nicht mal an, kümmere ich mich nicht drum, alles cool. Ne? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es halt einfach nicht. Aber vielleicht könnt ihr mir da draußen ja schreiben, was. Man kann natürlich jetzt die Argumentation bringen, ja, das sind alles unzufriedene Leute und ne, die sitzen immer noch bei Mama im Keller, im dunklen Keller und haben keine Freundin und oder keinen Freund und oder keine Freunde generell und keiner will was. Und na, klar, das sind natürlich auch solche, aber die Masse der Leute, die sich so verhalten, vor allen Dingen in unserer Klemmbaustein-Bubble, ist doch massiv gestiegen, oder habe ich nur das Gefühl? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, vielleicht, ob ihr das auch so seht. Und ja, das ist schon hart. Und wie gesagt, mein lieber Paul, a.k.a. Jürgen, a.k.a. Paul Klemmerstein, ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir gute Besserung, auch an der Stelle ein gutes Abhandeln dieser Sache. Und ja, kann man jetzt natürlich damit umgehen? Ich habe viele Kommentare schon unter dem Video gelesen. Hey, verlos doch einfach, schmeiß es weg. Ja, der Punkt ist natürlich, das sind alles coole Ideen, aus dem Schlechten was Gutes zu machen. Finde ich eine super Sache. Und vielleicht ist das auch eine Idee für ihn, dass man ein Hater-Set verlost. Kann man unterschreiben. Ist das nochmal eine ganz besondere Nummer. Aber das bleibt da oben ja trotzdem. Und da bleibt es auch. Und das arbeitet mit einem. Und ja, das ist schon schwierig. Das merke ich halt teilweise ja auch, wenn ich mal über kontroverse Themen rede, dass da Kommentare kommen, die was mit einem machen. Auch wenn man jetzt sagt, ja gut, komm, da beleidigt dich einer, scheiß drauf. Ja, das stimmt. Es macht aber trotzdem was mit einem. Und deswegen alles Gute. Und wenn ihr da mal Hilfe braucht, wenn sowas bei euch aufploppt, da gibt es entsprechende Stellen. Ich schau mal, was ich euch unten in der Videocaption verlinken kann. Wo man sich dahin wenden kann. Und ja, ich in dem Fall, wie gesagt, mir fehlt an manchen Stellen halt einfach das Verständnis für das Verhalten dieser Leute und hoffe, wobei die Hoffnung ist
verschwindend gering, dass sich die Situation wieder bessert, denn das Internet ist anonym, das Internet ist wild. Im Internet kann jeder tun und lassen gefühlt, was er will, wobei man natürlich auch aufpassen muss, selbst so ein Max Mustermann, das kann man zurückverfolgen. Kommentare vor allen Dingen, ne? Da wäre ich mal vorsichtig, was man da so schreibt. Aber ja, das waren jetzt meine drei Worte zum Thema und ich hoffe, ihr habt diese Erfahrung noch nicht machen müssen. Wenn ja, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr sonst noch Ideen habt, wie man sich da verhalten könnte, sollte, schreibt es mir auch unten in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne beim Paul vorbeischauen. Das Video ist unten verlinkt. Da gerne ein bisschen Liebe dalassen. Auch gerne hier, wenn ihr möchtet. Abonnieren, Glocke, Kanal. Ihr kennt das Thema ja, ne? Kanalmitgliedschaft und so weiter. Wie ihr mögt und lasst uns einfach weiter Spaß an den bunten Steinen haben und das nicht uns von irgendwelchen Vollpfosten im Internet vermiesen lassen. Egal aus welcher Richtung sie kommen. In diesem Sinne bin ich raus für heute. Ich sage ciao.